Ja, herzlich willkommen Ihnen und euch allen. Tolle Veranstaltung bisher. Es ist mein erstes GMK-Forum. Bin begeistert. Und mit dieser Begeisterung steigen wir auch ein hier in unser Panel mit zunächst drei Impulsgebenden. Und der erste ist Stefan Förster, der langjährig Fachjournalist war und ist zu Rundfunk, Film und Medienthemen und ganz besonders auch immer wieder die Geschichte von uns Bürgermedien verfolgt hat. Das wird spannend. Das Wort hat Stefan Förster. Aber jetzt. Ja, wunderbar, guten Morgen. Wenn man zu groß ist, ist das Pult immer zu klein, aber wir haben ja ein schön langes Mikrofon. Und wenn man der Erste ist, hat man auch noch die ungeteilte Aufmerksamkeit des Auditoriums, aber so ruhig, wie es schon bei der Anmoderation. Aber so ruhig, wie es schon bei der Anmoderation war, ist, glaube ich, auch das für die nachfolgenden Beiträge gewährleistet. Und wir haben, glaube ich, auch nachher noch eine hoffentlich spannende und gute Diskussion. Ich finde es ja gut, dass man sich auch immer mal bei allen Fragen der Zukunft vergegenwärtigt, wo kommt man her und wo kommen die Bürgermedien her? Und möglicherweise manche Dinge, die auch jetzt zur Debatte stehen, eigentlich Themen, die schon bei der Gründung der Bürgermedien längst eigentlich gelöst und ausdebattiert worden sind. Möglicherweise sind sie alle umgesetzt. Ich komme gleich darauf. Und deswegen habe ich auch, weil das Panel ja 40 Jahre Bürgermediengestaltung und Herausforderung heißt, und dann war noch was mit Transformationsprozess. Das habe ich hier bewusst mal weggelassen, weil möglicherweise sind die Bürgermedien ja 40 Jahre schon permanent in Transformation und haben auch sich damals schon Ziele gesetzt, die auf unterschiedlichen Wege vielleicht nicht alle gleich umgesetzt haben, die aber eigentlich immer schon, Stichwort Medienbildung, Medienkompetenz, eigentlich in der DNA der Bürgermedien angelegt waren. Und das will ich auch ein bisschen noch herausstreichen, weil wir ja manchmal leider auch so die politischen Diskussionen haben nach dem Motto, die alten offenen Kanäle, die alten Bürgermedien, das war ja alles irgendwie so Chaos und unprofessionell und jeder konnte machen, was er wollte. So war es nicht gewesen und so war es auch von der Struktur eigentlich nicht angelegt. Aber es lohnt sich vielleicht nochmal, das ein Stück weit auch sich in Erinnerung zu rufen. Noch bevor es die Bürgermedien gab, wir denken mal irgendwie jedenfalls diejenigen, die das altersmäßig können, denken mal 40, 50 Jahre zurück in die alte Bundesrepublik. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk, maximal drei Programme pro ARD-Anstalt. Und das Thema Bürgerbeteiligung, Hörerbeteiligung, Zuschauerbeteiligung war eigentlich noch nicht gegeben. Das war damals etwas, was eigentlich überhaupt nicht zur Debatte stand. Redakteure machten das Programm, Musikredakteure wählten nach eigenem Gusto die Musik aus und das Publikum bekam es vorgesetzt und mangels Alternativen. Internet gab es ja auch, weiß Gott noch nicht, musste man auch das hören, was angeboten wurde. Und dann gab es beim WDR die legendäre Sendung Hallo Ü-Wagen, die über 30 Jahre lief. Carmen Thomas, die legendäre Moderatorin, hat das auch über Jahrzehnte präsentiert. Und das war damals das Format, das einfach der WDR mit einem Ü-Wagen relativ spontan sich eine Stadt im großen Nordrhein-Westfalen, meistens eine kleinere Stadt, eine ländliche Gegend, wo nicht so viel los ist, sonst aussuchte, dorthin fuhr, das im Radio bekannt gab und dann wirklich 3 Stunden mit den Menschen vor Ort diskutiert, die teilweise von weit her herbeiströmten, die ihre Meinung sagen konnten, die Musikwünsche äußern konnten, die auch mal mitmoderieren konnten. Also all das eigentlich, was später auch die Bürgermedien sein sollten und gewesen sind und sind, ist da schon angelegt gewesen. Das war ein Riesenerfolg. Einschaltquoten damals von bis zu 80%, also als Marktanteile. Da würde heute jeder Radiomacher von träumen. Aber das ist eigentlich, wenn man so will, der Ursprung auch der Hörer- und Zuschauerbeteiligung, die später dann eben auch in die Bürgersender mündete. Dann gab es ja Mitte der 80er Jahre den Start des privaten Fernsehens zunächst, RTL und Sat.1. Das war ja eine schwierige Geburt, das auch politisch auszutarieren, Bertelsmann in Gütersloh und RTL letzten Endes auf der einen Seite und Sat.1 auf der anderen Seite. Das wäre nochmal einen eigenen Exkurs wert, können wir heute nicht machen. Aber parallel zu dieser Geburtsstunde des privaten Fernsehens und wenig später auch des privaten Radios in der alten Bundesrepublik, also Radio Gong in München 1985 war der erste private lokale Radiosender in Deutschland, kommerziell betrieben. Dann natürlich 1986 RSH Schleswig-Holstein als erster landesweiter Privatsender, der auf Sendung ging. Also da feiern wir jetzt auch bald demnächst 40 Jahre privaten Rundfunk, was die Sender betrifft. Nicht nur die Medienanstalten, die Zulassung, auch die Sender. Und parallel dazu eben mitgedacht, auch ganz unterschiedlich in den Ländern und mit ganz unterschiedlicher Geschwindigkeit, das Thema offene Kanäle, freie Radios, Bürgerfunk. Einer der ersten Kabelpilotprojekte war Dortmund. Das war das erste Plakat.
Mutter macht Programm, war das unterschrieben. Also damals schon so ein relativ emanzipatorischer Ansatz zu sagen, auch Frauen können natürlich Fernsehen machen, können Radio machen, können sich engagieren. Das ist heute selbstverständlich, aber vor 40 Jahren fast schon sozusagen revolutionär für die damalige Zeit. Und letzten Endes schleppt die Mutter auf dem Bett die gesamte Familie mit und die auf der Kiste des logosoffenen Kanals abgebildet und mit Sendeequipment geht man zu einer eigenen Sendung. So wurde damals in der Stadt Dortmund fürs neue Programm geworben. Das ist ein wunderbares Plakat, was vielen Bürgermedienmachern noch in guter Erinnerung ist. Gibt es auch mittlerweile auf verschiedenen Merchandising-Artikeln, wie so schön Deutsch heißt. Bürger aller Länder, baut euch eure Sender. Das ist natürlich sozusagen die historische Anlehnung, kann man sehr gut erkennen. Und es ist natürlich auch, da oben Rundfunk gehört den Bürgern, also es ist irgendwie toll gestaltet, grafisch gut gemacht. Dahinter verbarg sich aber eigentlich, und darauf habe ich am Anfang schon Bezug genommen, dahinter verbarg sich auch eine Deklaration, wie sollen die Bürgermedien sozusagen eigentlich ausgestaltet sein? Was sollen sie inhaltlich machen? Und diese sieben Kernsätze, die es sich lohnt, mal etwas näher zu betrachten, sind eigentlich das, was wir auch heute noch bei guten Bürgermedien voraussetzen können. Offene Kanäle oder Bürgermedien, eben lokale, regionale Radio- und Fernsehsender, die allen Bürgerinnen und Bürgern den freien und gleichberechtigten Zugang zu elektronischen Medien garantieren, die Möglichkeit bieten, selbstverantwortet mit selbstbestimmten Inhalten an die Öffentlichkeit zu treten, die am Ende Produktionskapazitäten, Studios, Aufnahmegeräte und Beratung kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen, die werbefrei und nicht kommerziell sind, aus Rundfunkgebühren finanziert werden, komme ich nachher nochmal zu, Orte der lokalen Kommunikation sind in unterschiedlichen Organisationsformen gewachsen, Möglichkeiten der medienpädagogischen und politischen Bildung finden. Übrigens das damals schon angelegt vor Jahrzehnten, weil immer eben so getan wird, oftmals, als würde Medienbildung und Medienpädagogik erst eine Erfindung für die letzten Jahre sein, hätte man die Sender dazu treiben müssen. Es war schon in der Deklaration damals, was ist der Aufgabenkanon der Bürgermedien, vor Jahrzehnten eigentlich schon so angelegt, dass dies mitgedacht werden soll. Und natürlich Umsetzung und Austausch mit vergleichbaren Projekten im In- und Ausland, Stichwort Kooperation, Verbände und so weiter. All das ist eigentlich sozusagen längst Standard und funktioniert in vielen Fällen auch sehr gut. Und es ist eigentlich erstaunlich, als ich das damals entdeckt habe, wie weit eigentlich die sozusagen Gründungsväter und Mütter der Bürgermedien schon damals gedacht haben. 1984 Ludwigshafen, 1985 Dortmund, da ging es los. Das nur sozusagen als kleine Impression. Ich habe mal rausgesucht, in dem Fall aus meiner Heimatstadt Berlin, eine Sendewoche im September 1986 beim offenen Kanal. Einfach nur mal so ein Querschnitt, was lief da eigentlich ziemlich zu Beginn. Da war ein Film über Situationen von Sozialhilfeempfängern, etwas über Jugendwohngemeinschaften, eine Sprachbetrachtung auf Berlinerisch, ein Spaziergang durch den Humboldthain, eine Krimistunde sogar, ein Kunstmagazin, ein Reisebericht, eine Berliner Familie entdeckt Kalifornien, ein Hörfunk-Kulturprogramm, Kindersendung, Heavy-Metal-Magazin, Jugendmagazin, Rock-and-Pop-Sendung. Also das ist eigentlich alles in einer Bandbreite, die damals auch schon angelegt war. Wie weiß Gott über das, jeder kommt mal, sendet irgendwas vor sich hin und nichts kommt bei raus, hinausgeht. Also selbst das vor 40 Jahren fast in Berlin Gesendete zeigt eigentlich, wie gut auch in den Anfangsjahren die Bürgermedien genutzt worden sind und wie gut sie auch entsprechend eingesetzt worden sind. Das überspringe ich mal ein bisschen. Da wollte ich eigentlich deutlich machen, dass die Bürgermedien in einzelnen Bundesländern sehr unterschiedliche Strukturen haben und am Ende eben sowohl offene Kanäle, nicht kommerzielle Lokalradios, freie Radios, Bürgerradios und Fernsehsender, wie immer sie auch heißen, mit unterschiedlichen Ansätzen, teilweise vereinsgetragen, teilweise Landesmedienanstalten getragen, aber doch versucht haben, immer auch ihre persönlichen Schwerpunkte zu setzen. Und das irgendwie, es ist nun mal auch Fluch und Segen des Föderalismus zugleich, ist doch irgendwie auch in aller Unterschiedlichkeit ganz gut funktioniert hat. Ein paar Impressionen aus dem Alltagsleben der offenen Kanäle, die einfach so ein bisschen bildlich zeigen sollen. Nochmal zurück. Ja, stimmt. Das ist mir jetzt gerade erst bei der Reaktion aufgefallen. Ist reiner Zufall. Aber es gibt eben Leute, die drängen sich quasi auf jedes Bild und sind darauf dabei. Aber nein, es ist aber schön, ne? Da sieht man auch mal die Kontinuität. Ich hatte ja gesagt, es herrscht eine hohe Kontinuität auch der Person und das ist sogar dokumentiert. Das ist wunderbar und sehr schön an der Stelle. Gut, dass ich noch mal zurückgeklickt habe. Und ich hatte darauf gerade schon hingewiesen, auch in diesem Sieben-Sätze-Papier, dass die Medienkompetenz eigentlich von Anfang an auch Thema war und dass eben logischerweise gestern Abend war die Dieter Barke Preisverleihung. Die allermeisten kennen das ja, Medienkritik, Medienkunde, Mediennutzung, Mediengestaltung, von Anfang an auch im Geiste dieser Definition von Dieter Barke
eigentlich auch die Leitlinie war, wie man bei den Bürgermedien, bei den offenen Kanälen, bei den freien Radios arbeiten wollte. Die einen haben es sozusagen übererfüllt, die anderen sind vielleicht etwas drunter geblieben, aber das hat eben auch mit der Unterschiedlichkeit der Strukturen zu tun. Aber eigentlich war dieses Modell Medienkritik, Medienkunde, Mediennutzung, Mediengestaltung in diesem sozusagen Ausbuchstabieren von Dieter Bartels Handlungsanleitung und der sozusagen ja auch dann letzten Endes diese ja, Medienkompetenz Gestaltung sehr gut geprägt hat und die Schwerpunktsetzung auch der Arbeit der Bürgermedien beeinflusst hat. Das war eigentlich das, was von Anfang an auch mit vorgesehen war. Ich weise auch immer gern darauf hin, dass es hier im Raum ja wahrscheinlich entbehrlich, aber man muss es ja trotzdem auch nochmal als Werbeblock machen. Das sind jetzt in dem Falle zwei Bilder des offenen Kanals Magdeburg, die eigentlich ganz schön zeigen, am Ende haben die offenen Kanäle auch dafür gesorgt, dass das eine ist ein Magazin mit Migranten, die in Magdeburg leben, das andere ist eine sehr engagierte Seniorensendung, die über viele Jahre dort gelaufen ist, am Ende eben auch Bevölkerungsgruppen angesprochen werden, die im klassischen öffentlich-rechtlichen Fernsehen auch nicht immer im Mittelpunkt des Interesses stehen oder die möglicherweise sich vielleicht auch gar nicht trauen würden, sonst eigene Sendungen zu machen, mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren, ihre Beiträge und ihre Sicht auf die Welt auch mitzuteilen. Die können ja bei Senioren und bei Migranten unterschiedlich sein, können auch gemeinsam sein, aber allein, dass die Bandbreite möglich ist in offenen Kanälen, in Bürgermedien, zeigt doch schon sehr gut, dass es eigentlich auch eine wertvolle Einrichtung ist, wenn so etwas vor Ort in der jeweiligen Stadt besteht. Es ist keine deutsche Erfindung, das ist richtig. Also die Public Radios in den USA sind natürlich auch da immer noch Vorbild. Da gibt es ja keinen klassischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Es gibt ja im privaten Bereich die großen Networks da in Amerika. Aber diese Public Radios, die sozusagen ja auch einen sehr umfassenden Informationsanspruch auch immer gehabt haben und haben, sind natürlich nicht Vorbilder für die Bürgermedien in Deutschland, aber doch so ein bisschen irgendwie auch Sender gewesen, wo auch Anleihe genommen wurde, jedenfalls vom Anspruch zum Teil auch, was man dort auch senden kann und senden will. Die Frage jetzt offene Kanäle, da könnte jetzt aber auch freie Radios oder Bürgerradios, nicht kommerzielle Lokalradios stehen, in der digitalen Welt ein steiniger Weg. Wir hatten ja auch zwischenzeitlich leider mal Tendenzen, dass die klassischen offenen Kanäle zum Teil aufgelöst worden sind, zum Teil auch in Richtung Ausbildungsmedien umfirmiert sind. Das muss nicht falsch gewesen sein, aber es hat natürlich zumindest auch zu einem Teil des Verlust des eigenen Profils beigetragen, wenn bestimmte Bereiche nicht mehr stattgefunden haben, zum Teil andere Verbreitungswege und Sendeformen, auch wiederum abhängig von unterschiedlicher politischer Unterstützung in den jeweiligen Bundesländern. Da ist, glaube ich, in den späten 90ern, frühen 2000er Jahren an einigen Stellen noch nicht immer adäquat mit umgegangen worden, weil der Transformationsprozess wäre dann doch wesentlich besser auch abgelaufen. Zum Schluss noch die Frage, was folgt daraus auch für die Diskussion? Glas halb voll oder halb leer? Die Digitalisierung als Chance begreifen. Ich glaube am Ende, dass das Internet und die digitale Verbreitung auch eine Vielzahl von neuen Rezipienten ermöglicht, auch für dieses Special Interest Format, die wir angesprochen haben. Sachsen-Anhalt ist ein schönes Beispiel, wo das Medienportal die Livestream-Angebote aller offenen Kanäle bündelt, zum Beispiel. Die länderübergreifende Plattformlösung in Form einer Mediathek halte ich immer noch für denkbar und eigentlich auch für wünschenswert. In ländlichen Regionen auch die Komponente als unabhängiges Lokalfernsehen und Lokalradio stärken. Die Tageszeitungen fallen oftmals immer stärker aus. Die Monopoltageszeitungen, die Auflagen gehen zurück. Oftmals bleibt in der lokalen Fläche nichts weiter als im Prinzip ein gut gemachtes Bürgerradio oder Bürgerfernsehen. Und natürlich auch die Möglichkeit, Kooperationspartner vor Ort zu nutzen und zu gewinnen. Und wie immer am Ende, wer bezahlt den Spaß? Ich will nochmal auch für die Diskussion ausdrücklich dafür werben und würde auch die Bürgermedienmacher dazu auffordern, das selbstbewusster zu vertreten. Es gab mal, ich habe mich mit Herrn Fasko vorhin schon ausgetauscht, der seit vielen Jahren auch als langjähriger Bürgermedien- und Medienkompetenzbeauftragter der Landesmedienstätten leidenschaftlich für dieses Thema auch gefochten hat und es immer wieder auch adressiert hat. Es gab ja mal aus Thüringen diesen Vorschlag, 3% des Rundfunkbeitrages für Bürgermedien und Medienkompetenz einzusetzen. Wir sind ja mittlerweile beim Rundfunkbeitrag nur noch bei 1,89%. Das wurde ja mal von 2% abgesenkt. Und wir reden gleichzeitig über Legitimationsprobleme beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, über mangelnde Akzeptanz bei einem Tanker, der 10 Milliarden Euro schwer ist. Wir geben 10 Milliarden Euro in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und da kann mir niemand erzählen, dass man nicht davon 3% auch für Bürgermedien nutzen könnte von diesem Rundfunkbeitrag. Also das ist nochmal eine Diskussion, sollte man führen. Und ich habe Und ich appelliere auch ausdrücklich an alle hier im Raum, auch sozusagen das auch voranzutreiben. Wir leben in anderen Bereichen, gerade im Kulturbereich, da gibt es sehr starke Lobbygruppen. Wenn da irgendwie bei einem Orchester mal zwei Musiker gestrichen werden, sind irgendwie 10.000 Leute auf der Straße, ich sage es etwas salopp. Ich würde mir das wünschen, dass gerade bei den Bürgermedien auch diese Interessen noch lautstärker artikuliert werden und auch das Thema Finanzierung über den Rundfunkbeitrag, ein ganz legitimes Interesse, auch in einer demokratischen Gesellschaft, noch stärker entsprechend auch genutzt wird. Deswegen habe ich das so ein bisschen unterschrieben. Applaus für eine geniale Erfindung, mehr öffentliche Wertschätzung wünschenswert und insofern herzlichen Dank erstmal und viel Freude bei den weiteren Beiträgen.